diesem Kanal kamen schon ein paar Kanonenfieber-Reactions und ich habe in den Kommentaren teilweise gelesen, reacte mal auf diesen Song oder was ist überhaupt mein Lieblingssong. Deswegen mache ich das heute und ich zeige euch meinen Lieblingssong von Kanonenfieber. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, was euer Lieblingssong der Band ist und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Also viele wissen ja, dass Kanonenfieber derzeit zu einer meiner Lieblingsbands gehört, also tatsächlich. Obwohl ich die ja noch gar nicht so lange kenne, aber wirklich diese ganzen Songs, ne, die haben mich irgendwie so fasziniert. Deswegen bin ich sehr, sehr großer Fan geworden. Und ich habe ja mittlerweile, glaube ich, 4 Reactions zu der Band gemacht und auch Reels auf Instagram, auf TikTok. Und ich kriege da sehr oft Kommentare, zum Beispiel, ja, reagier mal bitte auf diesen Song oder sprich mal bitte, was ist deine Meinung zu diesem Song? Oder halt auch solche Kommentare wie Alex, was ist überhaupt dein Lieblingssong von Kanonenfieber? Und ich muss sagen, ich kann es eigentlich nicht so wirklich beantworten, so, weil ich so ein paar Songs habe, wo ich wirklich sage, so, ey, das ist auf jeden Fall so ein Highlight-Song für mich. Dazu gehören unter anderem Die Havarie, der Füsilier Nummer, also Teil 1, und halt um den Song, um den es halt heute geht, Stop the War. Ich finde es wirklich, Stop the War ist so ein sehr, sehr starker Song. Mit einer sehr, sehr starken und wichtigen Message. So. Und deswegen sprechen wir heute halt über diesen Song, weil ich tatsächlich heute, als ich halt unterwegs war, ein bisschen über diesen Konflikt in der Ukraine, diesen Russland-Ukraine-Konflikt, dass ich darüber halt ein bisschen gequatscht habe mit Leuten. Und deswegen sprechen wir heute über Stop the War. Und ja, ne, ich werde euch ein bisschen erzählen, was mir halt so gefällt, warum es mein Lieblingssong ist. Und ich habe nämlich jetzt gesehen, es gibt ein Fanvideo von einem Kanal namens MHMTV. Deswegen würde ich sagen, wir gucken uns einfach dieses Fanvideo an. Weil ich glaube, so mit diesen Bildern, diesen Videos, ist halt dieser Text irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen mehr intensiver, sage ich einfach mal. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt rein und ja, wir reden jetzt mal über Stop the War von Kanonenfieber. There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell, Ambassador. Ein gutes Zitat tatsächlich. Richtig, richtig gut. Aber ich mag allein diesen Anfang halt schon, ne? So schön diese Akkorde. Dann halt, ne? So was das halt einfach direkt schon so intensiv macht, sind halt so diese Schreie im Hintergrund, ne? So. Wahrscheinlich so aus Angst, ne? Oder ja, ne? Ich meine, ne, es ist Krieg, natürlich hat man Angst und dann schreit man und sonst was auch immer. Deswegen, ich finde, dass das manchmal jetzt direkt am Anfang eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Jetzt schön diese Harmonie, ne? Jetzt die zweite Gitarre rein. Ja, und im Hintergrund, ne, hört man halt die ganze Zeit diese Schreie, also hauptsächlich so helle Stimmen. Also würde ich vermuten, ne, halt, ne, Frauen und jetzt so teilweise auch ein bisschen Kinder. Und das ist halt einfach das, was halt einfach so, ja, einfach so ein schlechtes, unwohles Gefühl macht, ne, weil, ne, so, wir müssen einfach unsere Kinder schützen, so, weil ich, ne, ich bin Erzieher, ich habe sehr, also ich arbeite mit sehr vielen Kindern, ich habe sehr viele Jahre mit vielen Kindern gearbeitet und das soll einfach kein Kind irgendwie mitbekommen müssen, so. Ich hatte nämlich auch, jetzt ganz kurz einfach mal so eine Anekdote noch aus meinem Leben, ich war ja auch Schulsozialarbeit für Integration und ich habe da wirklich sehr viele Familien halt vor allem aus der Ukraine betreut und ganz viele Kinder und, ne, was die halt auch teilweise erzählt haben, was sie gesehen haben und so, dass,
das schnürt halt einem wirklich halt so den Hals zu, ne? Weil es einfach schrecklich ist. Es ist einfach schrecklich und das ist gerade halt einfach, ja, eine krasse Atmosphäre, die halt in diesem Song gemacht wird. Allein mit diesen Schreien im Background. Aber ich finde, irgendwo ist es auch wichtig, dass man halt, ne, sowas macht, so abschreckt, weil ich glaube auch viele sich einfach so denken, so, ja, ist ja nix. So, und deswegen finde ich, ist es einfach richtig gut gemacht. Ja, also, ne, ich finde es einfach auch so geil, so nach diesem Intro, was halt so wirklich sehr düster, sehr langsam ist, so ein richtig so ein Bam, so ein Knall und dann kommen halt schön diese Skank-Beats, ne, und dann kommen die Vocals von Noise rein. Ne, auch an sich der einzige englisch gesungene Song von Kanonenfieber, außer jetzt halt Yankee Division March, ne, weil den lasse ich jetzt außen vor, weil da ist ja hauptsächlich das Englischsprachige, es kommt ja halt von Trevor, ne, von Black Dahlia Murder, Ruhe in Frieden. Und ich finde trotzdem, es klingt irgendwie ganz geil. So, ich bin halt eher der Fan, wenn es halt so ins Deutschsprachige geht, weil ich finde, ne, es klingt halt irgendwie einfach krasser, so mit der deutschen Sprache, weil, ne, ich habe es ja sehr oft gesagt, so bei so deutschsprachigen Black Metal oder Black and Death Metal, dass, ne, Deutsche eine sehr harte, harsche Stimme ist und das halt einfach mit diesen Vocals einfach richtig geil kommt. So, aber ich finde das einfach richtig geil und halt auch einfach gut tatsächlich, dass dieser Song halt englischsprachig ist, damit halt dass die gesamte Bevölkerung oder die gesamte Welt, also egal in welchem Land man ist, dass man halt versteht, worum es da geht. So, das finde ich halt einfach wichtig und das ist halt einfach nochmal so ein Zeichen, ne, oder ne, damit zeigen halt einfach Kanonenfieber jetzt nochmal so, ey, wir sind Antikrieg, so. Wir machen keine Musik, um irgendwie den Krieg zu verherrlichen, sondern halt eher, um aufzuklären, um Sachen zu erzählen, so ein bisschen so auch wie so ein Geschichtsunterricht. Und hier ist es halt einfach so, ja, Antikrieg, wir, ne, wir haben keinen Bock auf Scheißkrieg. Und ja, dieser Song, ja, deswegen ist mir dieser Song halt auch tatsächlich so wichtig, so. Weil das, ne, das sollte halt einfach nicht sein. So, es soll einfach nirgends irgendwie Krieg herrschen, aber ich glaube, das wird leider wird leider nie enden. Es wird immer irgendwo was geben. Diesen Part liebe ich so sehr, aber. Also als erstes so, ich mag diesen Switch, also von diesem Rhythmus und dann hat man diese Melodie, die ist ne, dann, das finde ich halt allein schon so sehr, sehr geil und halt auch wirklich so im Text sind das so richtig prägnante Zeilen, die man sich halt einfach auch sofort merken kann. So, der Song wird ja leider nicht live gespielt, wäre eigentlich doch mal eine Idee, oder? Das mal zu tun. Aber halt wirklich dieses haven't we learned anything, haven't we learned from the past und so weiter. Ne? Das, ich finde, ne, das stimmt ja auch so. Ne? Wir hatten eben in der Vergangenheit so viele Kriege, so viele dumme Kriege. Ne? Sei es jetzt
der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg oder halt davor noch mit irgendwie der Spanische Krieg oder halt diese, ne, so Kriege wie jetzt halt zum Beispiel auch, ne, hier im Gaza, so. Es macht doch einfach einen nur traurig, dass man einfach nicht in Frieden leben kann, so. Und deswegen finde ich das halt auch einfach so eine, so gute Zeilen, so, ne, so von wegen so, ne, haben wir nichts daraus gelernt, haben wir nichts aus der Vergangenheit gelernt, und deswegen, so, das ist, es ist einfach geil geschrieben, es ist einfach geil geschrieben. Ganz schrecklich, solche Bilder zu sehen, ne. Die Vocals so wieder sehr schön, so. Ja, Mann. Und dann schön dieser Cooldown mit so clean Gitarren. Okay, also das gehört jetzt nicht zum Song, aber finde ich trotzdem irgendwie cool, dass das eingebaut wurde. Save lives, people. Save. Ach so, wahrscheinlich save lives. Nee, save people. Hä? Nee, save lives, people, Ukraine. Egal, also, aber man weiß, ne, worum es da jetzt geht. Aber ich mag halt diesen Cooldown. So richtig schön dieser clean Gitarrensound. Und das finde ich halt schön, dass es halt nicht durchgehend so dieses Geballer ist, sondern man hat auch einfach mal so, ne? So, wir machen jetzt mal ein bisschen ruhiger, danach knallt es wieder rein. Ich mag da auch wirklich das Spiel mit der Hi-Hat. So. Ne, so, das finde ich halt sehr, sehr schön. Und das hier, ne, dann halt, ne, das ist ja auch so sehr typisch für Kanonenfieber, sehr oft halt so Reden einzubinden. Ich weiß leider jetzt nicht, von wem die Rede ist, so wer da denn spricht. Das habe ich mich nämlich jedes Mal gefragt, wenn ich diesen Song gehört habe. Ich hatte tatsächlich einmal ganz kurz überlegt, ob das halt Putin sei, aber dann dachte ich mir so, weiß ich nicht, so ich kann es halt leider nicht beantworten. Aber ich finde es halt trotzdem gut, dass sie halt auch teilweise solche Reden einbringen. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. Auch schön dieses leichte Solo. Liberty will never perish. Finde ich so geil. Dann schön so ein Build-up. So ein bisschen wie so ein Marsch, ne? Ich finde auch bei diesem Song habe ich sehr oft so diesen Gedanken, dieser Part, so wie er gespielt ist, wie es halt einfach klingt, könnte halt auch von anderen so Melodic Death Metal Bands sein. So ein bisschen so teilweise Heaven Shall Burn oder Amon Amarth, finde ich. So, das hat so einen ähnlichen Vibe. Auch sowas halt, ne? People are, also over and over and over again, people are ruled by the insane, so. Und, ne,
Es ist ja auch so, das ist einfach wirklich so die Wahrheit, ne? Was halt einfach da Neues singt. Und ich finde, der Part kommt einfach auch so richtig gut. Und ne, ich habe ja schon sehr oft gesagt, so lyrisch ist der Typ halt einfach ein Meister, ne? Das ist immer so ein Gänsehaut-Moment bei mir, ne? So, weil ich finde, das ist halt auch so richtig gut gemacht, ne? Dieses This time the victim is, dann hast du so eine Pause und dann hört die gesamte Musik auf und nur damit man halt wirklich weiß, so die, ne, Ukraine, so, also die Ukraine, so das ist jetzt so im Mittelpunkt und damit möchte man sagen, so, ne, die Ukraine ist hier das Opfer, von diesem Krieg. Und ich finde das einfach so stark gemacht. Weil ich finde, wenn die Musik da durchgelaufen wäre, dann würde das halt so ein bisschen so versinken. Man würde das halt irgendwie so, ja, das würde einfach untergehen. So, und so hat man halt wirklich diesen Fokus. Dann hört man nur so die Vocals von Noise und ist einfach gut. Das ist Hammer. Dann schön dieser Part von vorhin. Und das dann halt, ne? Und dann hast du dieses, ne, diesen Switch aus dem Englischen dann einfach ins Deutsche, nie wieder Krieg. Und das kommt einfach sehr, 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 sehr stark. Halt, das ist so wirklich das perfekte Finale, das ist auch dann wirklich so mein Lieblingspart. So, ich lass den nochmal laufen, weil ich musste den gerade einfach nochmal, so sage ich mal, genießen, ne? So, mit so einem Text kann man es halt leider irgendwie nicht genießen, aber musikalisch halt, ne? Das hat hier schon wieder so schön diese Melodie. Und dann schön dieser Skank-Beat und dann vor allem diese Melodie, die man halt vorher die ganze Zeit hatte, wird dann nochmal höher gespielt. Und ich finde, das ist halt irgendwie nochmal kräftiger. So. Ich weiß nicht warum, aber ich finde einfach, dass es halt nochmal diesen Song einfach nochmal krass bestärkt. Und dann halt auch mit dem Text, ne? So dieses. Ja, wie vorhin halt dieses, ne? Haven't we learned anything? Und dann, kommt direkt so in so ein, ja, wie so ein Echo oder so eine Antwort, nie wieder Krieg. Und dann, haven't we learned from the past, nie wieder Krieg. Es ist wirklich für mich der beste Part. Das ist
Oh, es ist so ein richtiger Gänsehaut-Song. So. Aber ne, das ist halt so, weswegen ich halt einfach diesen Song so wirklich liebe. Halt vor allem einfach so, weil ich diese Message einfach so wichtig finde. Ich meine, ne, klar, so generell auch diese gesamten Messages oder halt generell das, was halt Kanonenfieber halt so musikalisch machen oder halt lyrisch, ne, ist ja halt alles schon sehr, 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 sehr geil, ne, und auch so dieses, ne, Antikrieg und so weiter, aber ich finde halt, vor allem bei Stop the War ist es einfach, so das Problem ist halt, vor allem, ne, dieser Konflikt, der ist ja halt noch recht frisch, kann man sagen, ne, es ist ja jetzt in dieser aktuellen Zeit so, weil Erster Weltkrieg können wir halt alle nicht wirklich viel dazu sagen, weil wir da noch nicht geboren waren oder so. Aber ne, dieses Problem ist halt aktuell und es ist einfach wichtig, dass man das halt einfach nochmal anspricht so, ne? Und ich vor allem, ich finde es halt einfach sehr, sehr schön, dass das halt Kanonenfieber machen, ne? Weil ich meine, ne, die haben ja eine recht große Reichweite, ne? Ich meine, ne, die wachsen und wachsen und wachsen. Und je mehr Leute das hören, desto vielleicht, keine Ahnung, wacher werden sie oder sonst was, ne? So, deswegen finde ich diesen Song einfach so geil. So, aber auch halt musikalisch, ne? Habe ich ja vieles dazu gesagt, ne? Da diese Melodie, da dieses, ne? Haven't we learned anything? Haven't we learned from the past? Und dann dazwischen dieses nie wieder Krieg in dem letzten Part und so. Das ist halt alles einfach so, so stark. Ist einfach so richtig, richtig gut. Und deswegen liebe ich halt diesen Song. Und, ja, ich glaube, wir alle denken einfach wirklich so, stop the war, so, lasst uns doch irgendwie aufhören, hier unnötig Menschen zu töten oder sonst was, oder Städte zu bombardieren, ne, das ist jetzt halt auch nicht nur in diesem Ukraine-Russland-Konflikt, sondern halt einfach in jedem Krieg, weil jeder Krieg ist einfach sinnlos. Und ne, das soll ja jetzt auch nicht hier irgendwie ein Video werden, um am Ende jetzt noch irgendwie eine Diskussion zu führen von wegen so, ja, ich bin aber jetzt pro das oder so, ne, sowas will ich auch gar nicht haben, so, da werde ich auch wahrscheinlich dann die Kommentare löschen, falls da sowas ist, ne, weil ne, solche Diskussionen möchte ich einfach nicht haben, aber ich glaube, ihr wisst halt wirklich so, ne, weswegen halt diese Message so wichtig ist. So, es soll auf keiner Seite von jeglichen Kriegen halt Menschen sterben müssen, die halt einfach, ja, einfach für jemanden kämpfen, dem alles scheißegal ist. Ne? So, das war ja auch bei Menschenmühle zum Beispiel. Ne? So dieses Menschenleben Material. Ne? Das, wo ich auch denke, das ist ja auch so. Ne? So wirklich diese gesamten, also die ganzen Soldaten, ne? Die ganzen Menschen, die halt in den Krieg ziehen, die werden von den Leuten oben einfach so als, ne, als Material, als Kanonenfutter gesehen und denken sich so, ja, wenn die draufgehen, ist mir doch scheißegal, ne? So, und dann denkt man sich so, Alter, so im, ne, jeder Mensch von denen hat halt eine Familie und ne, ein Leben und dann halt durch so eine Dummheit, so mit, zack, mit so einem Fingerschnipser und dann kann alles vorbei sein. Es ist schrecklich. Ich hoffe, dass einfach irgendwann alles irgendwie aufhört, ne? Dass jeder Krieg irgendwie aufhört. Aber ja, ne? Deswegen, ich finde diesen Song richtig geil. Ich liebe diese Message. Und ja, deswegen ist das halt einer meiner Lieblings-Kanonenfieber-Songs, wenn nicht halt wirklich sogar der ganz, ganz große Favorite.